hohe Ressourcenverbrauch oder die CO2-Emissionen. Die Baubranche hat einen vielfältigen negativen Einfluss auf die Umwelt. Die Nachfrage nach umweltfreundlichen Optionen wächst, aber die Baubranche hinkt hinterher. Nachhaltige Materialien und Bauweisen sind schon weitreichend erforscht, aber der Markt nimmt es noch nicht auf. Felix, wir haben es nicht geschafft, das Projekt in Time und Budget umzusetzen. Was machen wir? Wir brauchen dringend neue Kooperationspartner. Die Frage ist, wie wollen wir weitermachen? Darf ich kurz unterbrechen? Darf ich kurz unterbrechen? Ich denke, es ist wichtig, dass wir über die praktische Anwendung dessen sprechen, was wir hier lernen. Wir wissen doch längst, dass sich etwas ändern muss. Es gibt auch schon viele in der Industrie, die hart daran arbeiten, Veränderungen herbeizuführen. Herr Medeke? Hallo, darf ich vorstellen? Hallo, freut mich sehr. Mit solchen Unternehmen können wir gemeinsam etwas verändern. Unternehmen, die anders denken und mit uns gemeinsam neue Wege gehen wollen. Unternehmen, die in diesem Moment an Innovationen forschen. Wir verlieren uns ja dauerhaft in theoretischen Debatten. Aber anstatt immer nur zu reden, sollten wir jetzt handeln. Wenn nicht unsere Generation, wer macht es dann? Denn immer nur zu sagen, dass die Nachhaltigkeit in der Baubranche wichtig ist, lässt uns vergessen, dass sie da eigentlich schon längst angekommen ist.